So, ganz kurz noch eine kleine Nachgeschichte zum Lisboa. In der Originalversion, der ja das System vom Fleshy Viper irgendwo hat mit den zwei Dochten. Diese Dochte kamen mir sehr kurz vor, haben aber sehr gut funktioniert, was den Nachfluss betrifft. Wie ihr wisst, mache ich die Wicklung gern mit Watte. Und irgendwann waren die dann fällig. Und ich habe selber ESS gerollt, so richtig im Finger drin. Der Durchmesser der Bohrungen ist circa 2 mm, dass die so richtig ein bisschen fest sitzen so. Und hatte einfach Nachflussprobleme. ESS raus, Silikat oder Glasfaser genutzt. 1 mm doppelt genommen, mit einer Drahtschlinge hochgezogen, abgezwickt. Nachflussprobleme. Nach 6, 7 Zügen. Kokelig. Bambus probiert. Da habe ich so eine 2 mm, die direkt eingezogen. Nachflussprobleme. Da war schon am Verzweifeln. Dann nochmal probiert mit Bambus und habe die in der Mitte halbiert, so auf 1,2 mm. Denn ich hatte nochmal das Video mir angesehen, wo ich ihn vorgestellt habe und habe da zum Glück in einer Nahaufnahme gesehen, dass in der Mitte von so einem ESS-Docht in Original eine kleine Stecknadel, also man konnte durchsehen, vielleicht 0,6 oder 1 Millimeter, ich weiß es nicht. Kommen oder ich habe geglaubt oder gedacht, nimm mal nur eine 1 Millimeter Silikat oder in diesem Fall Bambus, zieh die durch und streich sie oben glatt, damit sie halbwegs hält. Und was soll ich sagen, jetzt funktioniert's. Der andere Weg wäre dann gewesen, diese Öffnungen aufzubohren auf 2,5 oder 3 mm, um eine 2 mm Schnur durchzuziehen. Dann hätte er auch mehr Leistung vertragen, könnte er das, aber der Verbrauch wäre auch gestiegen. Und er hat wirklich einen sehr guten Geschmack, sehr angenehm. Und auch der Zugwiderstand, es liegt mir halt einfach. Und somit habe ich seit ja, gestern das Problem gelöst und dachte mir, ich muss euch das mal mitteilen. Und jetzt gehen wir so in eine Nahaufnahme und ich zeige euch das nochmal an diesem Dochtteller. Bis gleich. Ihr müsst nur zwei Dinge beachten. So funktioniert es bei mir. Erstens habe ich von dieser 2 mm dicken Bambusfaser, die ich habe, da längs in der Mitte was durchgeschnitten auf circa 1 mm oder 1,2 mm. Das ist ja nicht viel. Und habe dann das gezwirbelt und durchgesteckt. Und oben dann einfach ein bisschen breit gemacht, denn durch das Liquid quillt es ein bisschen auseinander. Aber es soll sehr locker sitzen. Das Zweite, was ich festgestellt habe, die Länge von den Dochten, die geht maximal bis zu diesem Rand hier, eher ein bisschen darunter, wie hier. Und habe natürlich auch unten, also die sitzen sehr, sehr locker. Und haben einen Durchmesser von 1 bis 1,2 mm. Und genauso solltet ihr es bei der ESS oder bei der Glasfaser oder Silikatschnur machen. 1 mm nehmen. Denn wenn ihr das genauso dicht macht wie mit 2 mm, dann habt ihr Nachflussprobleme, weil es sich staut. So, ich habe ihn jetzt selber auf 11 Watt gestellt. Das ist das Minimum an Leistung, wo ich gehe, wo die 2 mm Öffnungen noch genügend Liquid bringen, egal ob ESS oder Silikat oder Bambus oder auch Watte. Watte ist natürlich schwierig auf 1 mm und so, aber es würde auch gehen. Und jetzt werde ich einfach mal 6, 7 Züge. Ein bisschen habe ich schon gedampft. Nicht, dass es heißt, die Watte hat er ja vorher feucht gemacht und jetzt macht er das vor. Nein, es geht jetzt schon rein. Und er hat sofort einen guten Geschmack. Es ist ja ein Selbstwickler, der in dem Sinn, wenn ich ihn aufbohren würde, da könnte ich natürlich noch mehr Leistung und mehr Dampf und alles rausholen. Aber so ist er ungefähr in der Stufe. Ich würde ihn so auf die Pro-Tank oder Aerotank mit Dual Coil einstufen. Aber er ist wesentlich angenehmer, noch milder im Geschmack. Und das gefällt mir sehr gut. Aber falls jemand auch dasselbe Gerät hat und hat auch
die Nachflussprobleme. Vielleicht konnte ich ihm ein bisschen helfen damit. Also ich paffe jetzt mal so durch. Wo ihr auch erkennen könnt, also dieses Befeuchtigungsliquid, das Liquid zum Befeuchten, was ich am Anfang immer aufmache oder jeder, das ist schon aufgebraucht. Das kann man auch ganz einfach feststellen, wenn ihr die Watte befeuchtet, bei der Wicklung und auch so, nehmt ein Liquid mit einem anderen Geschmack und in den Tank füllt ihr einen ganz anderen Geschmack. Dann spürt ihr, ob der Nachfluss gewährleistet ist, weil ihr spürt dann ja den Geschmack, wenn er sich ändert, dann wisst ihr, jetzt kommt es vom Tank und es kommt bei der Wendel an. Ist nur so eine kleine Info. So machen es viele, aber die, die es noch nicht wissen, so kann man, braucht man nicht immer öffnen und zu gucken, sind die Dochte schon feucht, lassen sie genug Liquid, sondern dann merkt ihr, er ist auch prädestiniert für einen Ego-Akku mit einem Kon, sieht er sehr schlank und elegant aus und hat ein Füllvolumen von ca. 2,5 Milliliter. Würde ich jetzt hier auf 3 mm aufbohren, müsste ich oft zum Tanken fahren. Und das wollen wir doch nicht, oder? Also ich will es nicht. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat auch Liquid-Nachflussprobleme. Also geht mit ca. 1 bis 1,3 mm mit dem Material eurer Wahl in die Öffnungen rein und verquetscht es oben ein bisschen, dass es nicht durchfallen kann. Und dann nicht zu lang, eher kürzer, weil die sowieso gleich, wenn man unten gut Watte hat, aufliegt, dann sind die Probleme, also bei mir zumindest, habe ich seit gestern die Lösung gefunden. Ohne Bohren. Ich musste nicht bohren. Mutti, Mutti, er hat nicht gebohrt. So, das war's schon wieder, liebe Freunde. Oder auch nicht Freunde, ich weiß es nicht. In diesem Sinn, guten Dampf, ausreichend Dampf und eine gute Zeit. Tschüss.